Scheiße! Kacke! Mann! Das sieht aus, ey! Ich krieg das hin! Mann, das war doch fast! Geduld! Mann, mach du doch! Das war richtig knapp! Yo! Hallihallo, Allöle! Herzlich willkommen bei der neuen Folge von 2 von 3. Heute wieder eine Folge Armbrust vs. Drogen! Fritz Meinecke am Start. Wir beide machen heute wieder richtig krankes Zeug. Unter anderem mit einem Eisblock, einer Waschmaschine und Skateboards. Wie viele Lagen Skateboards sind vonnöten, damit man das safe ist? Und kriegt Herr Meinecke einen Kickflip hin? Wer das wissen will, bleibt auf jeden Fall dran! Fritz! Martin! Fritz! Martin! Fritz! Martin! Merkst du was? Es fehlt was! Es fehlt, ja, es fehlt, Ken! Ken ist tot. Ich hab den entsorgt. Er wurde recycelt, er wurde wieder aufgearbeitet und hier drinne gibt's niegelnagelneuen Ken! Kurze Frage, ist Ken ein bisschen aus Sonne gewesen oder kommt mir das nur so vor? Stimmt, ist ein bisschen brauner. Es ist halt der Latino-Ken. Und was? Was passt zu einem braunen Latino-Ken? Ein Bart! Richtig! Er sieht schon aus wie so. Das sieht so geil aus! Mucho dramatico! Auf mich folgt er, denn das ist Ken mit Bart. Es wurden wieder keine Kosten und Mühen gespart. Alleine der Bart hat schon 30 Cent gekostet. Ken ist bereit, wir sind bereit. Und ich würde sagen, wir fangen an mit was? Eisblöcke. Na, passend zur Jahreszeit, Freunde. Wir haben Winter, tiefster Winter. Ihr merkt selber, hier liegt überall Schnee, wir haben Frost. Ist man mit einem Eisblock sicher, wir haben eine Armbrust im Bogen drauf schießen? Richtig, Ken, wir wünschen dir viel Glück. Ich bin gespannt. Ist oh, der wiegt schon ein bisschen was, ne? Na, knappe 40 Kilo. Pass auf, Kiste ist schon ein bisschen schupurös. Hast aber einen echt großen Tiefkühlschrank bei dir zu Hause, Ben. Ja. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ja, die Kiste. Ja, nice! Oh. Ey, hier sind ja auch Minusgrade. Gott. Ist Ken sicher hinter diesem Eisblock? Wir bekommen's raus. Auf geht's! Erster Schuss geht an. Dich oder was? Martin schießt bitte nicht auf die Kamera. Okay, danke. Aber die Zuschauer würden sich's schon wünschen. Alter, so eine. Nein! Wäre ja nicht das erste Mal, dass was schief läuft. Ja. Entwischert und. Stopp. Was denkst du? Was passiert? Ich sag, es rotzt voll durch, meine Kamera kaputt, Ken ist am Arsch. Ich sag, Ken wird nicht berührt. Okay, ich bin gespannt. Okay, Amos ist entsichert und. Das Ding ist, da ist ein Riesenloch, aber der Pfeil liegt da ganz links. Die Frage ist, ob Ken überhaupt gekommen ist. Ich glaube es nicht. Kurze Rückblendung, was habe ich gesagt, was passiert? Ken wird nicht berührt. Ja, hat er auch nicht. Aber wo ist der Pfeil? Na, der links. Wie geht das denn bitte? Na, der muss hier irgendwie durch. Der muss abgefälscht sein. Irgendwie so. Alter, und dann krass. So, Freunde, dieser Pfeil ist nicht mehr gefährlich, weil die Spitze fehlt. Wo ist die hin? Wie konnte Ken das überleben? Das ist genau auf der Höhe. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gucken jetzt erstmal, wie der Bogen sich schlägt. Ja, der Bogen wird komplett Ken vernichten. Wirst sehen. Der Pfeil wird Ken berühren? Ja, okay. Er wird ihn verletzen. Also jetzt mit... Er wird ihn verletzen. Er wird es nicht gut finden. Du musst aber schon durch den Eisblock. Rodriguez. Okay, Bart. Wir kriegen es raus. Ich habe auch Handschuhe an, um schon mal eine Ausrede zu suchen. Also, auf die Plätze fertig und... Du solltest ein eigenes Loch schießen! Was zur Hölle? Alter, Ken ist gerade mal 4 Minuten alt! Na, guck mal. Ja, du hast definitiv. Du hast es nur ein Stück größer gemacht. Naja. Ja. Ich sag mal so, Robin Hood und so, ne? Mit einem Pfeil und so. Ja, aber. Und ich hab ja gesagt, Ken ist ein bisschen verletzbar. Sei mir nicht böse, aber Ken wäre tot, da wäre die Milz. Nein, das Problem ist nämlich, wir wissen ja nicht, wenn wir die Stelle nochmal treffen, ob wir ihn getroffen haben. Deshalb hole ich jetzt Panzertape, tape ihn so ein bisschen ab, ja. Damit Rodriguez keine Schmerzen hat für die nächste Sus. Kannst du dann einfach ein Stück tiefer? Ich wusste ja nicht, dass ich mich ins Loch treffen soll. Ich hatte doch Ken verletzt, das war doch das Ziel, oder nicht? Ja, kannst du ihn jetzt vielleicht, Yo! Genau das habe ich mir nicht gedacht. Das war aber knapp meine Kamera, mein Freund. Aber stand die wirklich so? Ja, die habe ich so hingestellt, weil ich hatte nämlich eine Vorahnung. Alter! Das war richtig knapp. Ja, das ist ja die Kamera gewesen. Was hast du gesagt? Was soll dazu sagen, dass das Eis hier unten ja ein bisschen dicker war, von der Konsistenz her, als hier oben. Das stimmt. Aber was sagt uns das? Kameramann wurde gerade entlassen. Nein, nein. Das heißt tatsächlich, ich werde, muss ich nochmal drauf schießen? Die sagen, ich soll nochmal schießen, weil unten ist dicker. Okay, machen wir los, geht's.
ist natürlich jetzt schon ein bisschen angeknackt von mir, darf man wieder nicht vergessen. Du berührst Ken nicht. Okay. Jo, ich hab kein. Wieder doch, nicht! Doch, der Pfeil liegt da an der Ecke. Ja? Guck mal, da liegt der Pfeil! Ja, warte mal, aber guck mal, hier ist doch noch. Ja. Also ich hab definitiv durch, das hab ich gesehen. Aber was hab ich denn eigentlich schon wieder gesagt? Du wirst Ken nicht berühren. Ist man hinter dem Eisblock sicher, wenn man nicht gerade durchs gleiche Loch schießt? Ja, ist man sicher, vor allem wenn Mali mit der Armbrust drauf schießt. Da kannst du ganz entspannt, kannst ja hintersetzen und ein Käffchen trinken. Also, jetzt überleg doch aber mal, wir haben. Passiert nichts. Also wenn ich überlege. Passiert einfach nichts. Hey, du bist richtig safe. Fazit, ist halt der Eisblock sicher. Ja. Geile Geschichte. Auf geht's zum nächsten Test. Aber zumindest ein Eis. Feuer. Ich sage ja jetzt schon mal, eine reicht. Eine reicht? Ja. Okay, ich sag Minimum 4. Okay, also da, was nehmen wir jetzt Kickflip. Wow, beim ersten Versuch. Das ist einfach unglaublich, dieser Typ. Ja, nein! Also Tony Hawk meinte, dass er auf jeden Fall durchrotzt, aber Ken nicht trifft. Der Bogen wird verkacken. Die Armbrust auf gleiches Niveau ist Ken Ton. Probieren wir es aus. Ja. Fuck! Aber ich habe ja auch gesagt, dass die Armbrust im Vergleich dazu definitiv tödlich. Ich habe ihn berührt. Auf jeden Fall, was man aber sagen muss, du hast einen 5 cm mehr. Also wichtig, wenn ihr euch schützen wollt. Haltet die Boards vom Körper weg. Mein Gedanke ist, nehme ich jetzt 2 Boards und schneide mir die um den Körper und baue mir daraus eine Rüstung. Wäre ich dann safe? Wie krieg ich's raus? Los! Jetzt ist er safe. Ich sage auch, der ist safe. Alter, komplett abgefälscht. Und aber ich habe das Brett getroffen. Ja, ja. Alter. Oh. Ah. Fleischwunde. Ah, also das hatten wir auch noch nicht, ne? Dass man Kratzer hat. Wir machen mal mit der Armbrust und danach entscheiden wir. Krass. Oh, oh. Ist nicht durch. Ist nicht durch. Dann brauche ich meinen Bogen nicht nochmal schießen. Was ich krass finde, ist, das nächste Brett hat trotzdem Schaden genommen, ne? Aber du bist safe. Alter. Ist man hinter 2 Lagen Skateboard als Rüstung sicher? Ja! Finale! Also pass auf, stell dir vor, du hast was zu Hause? Hat jeder, außer Tanzverbot. Ich will wissen, ist man dann da sicher? Hast du eine Idee, was es sein könnte? Hast du zur Haustür? Haustür, nein. Schlüpfer, was, was kommt denn? Schlüpfer, was kommt denn in den Wäschekorb rein? Na Wäsche! Wo hast du die her? Na, von meinem dreckigen Körper. Um es mal ganz kurz zu fassen, es ist eine Waschmaschine. Waschmaschine! Ist man hinter einer Waschmaschine sicher? Eine kurze Frage, ist das deine von zu Hause eigentlich oder ist das, wie machst du jetzt? Gehst du am Fluss? Mein Rücken, Ronny. Ey, hast du keine Sackkarre bei? Und voll in den Bus rein. Nee, das finde ich eine faire Arbeitsteilung auf jeden Fall. Das finde ich gut. Er macht jetzt übrigens einen neuen Kanal auf. Fitness Marin heißt er. Und da zeigt er, wie man mit Haushaltsgegenständen Körperübungen machen kann. Erstens wird sein Squats mit einer Waschmaschine. Mach mal Kickflip, das ist viel anstrengender. Wollen wir da jetzt eine Katze reinsetzen noch? Ja, nein, ich habe gerade keine Katze bei. Nee, was ist denn das eigentlich? Ist das Glas? Doch, das ist richtig Glas. Kätzchen, wir packen dich jetzt hier rein, der böse Mann kommt. Tschüss, Katze. Tschüss. Ja, aber die Katze hat keine Chance. Ich glaube, das ist tot. Tot. Na klar, die ist sofort tot. Wenn die sich flach macht. Dann schießen wir da drüber, darum geht's ja nicht. Aber stell dir vor, sie guckt durch die Scheibe. Dann wäre es eine clevere Katze. Dann wäre es eine clevere Katze. Ist die doof? Ist die doof? Ist die tot? Ist die tot? Alles safe, Mausi! Du brauchst dir keine Sorgen machen! Wir möchten uns hier natürlich ganz klar davon distanzieren, dass wir irgendwelche Katzen, Tiere, sonst irgendwas. Nein, wir haben sie alle gleich. Ich mag Züge.
Ich auch. Ja. Gut, wir kriegen raus. Ist man hinter einem Bullauge sicher. Kevin macht's für euch. Also erstmal kann ich feststellen, es ist tatsächlich Glas. Ich war mir immer nicht sicher, ob das nicht Acryl oder sowas ist, aber es ist tatsächlich Glas. Und wenn ich jetzt hier so reingucke, hat er sogar noch das Eisen durchschlagen. Hier bedarf es auch gar keiner zweiten Schuss durch meine Armbrust. Macht ja gar keinen Sinn. Ich werde jetzt die Katze befreien. Oh, alles gut. Nick bei dir. Guck mal, alle Cave. Zweiter Versuch. Wir drehen jetzt die Waschmaschine um 180 Grad und versuchen quasi tatsächlich hier so voll durchzubamsen. Mit deiner Faust oder wie? Nein. Frage. Ist man hinter einer Waschmaschine sicher? Sollte sie in dem Falle seitlich stehen? Logisch, fertig. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich halte dagegen und sage, mit der Armbrust tödlich, mit dem Bogen eine Lachnummer. Fertig? Hey, pass mal auf, bevor wir reingucken, was mich mehr interessiert ist, weil hier sind ja Teile verbaut. Versuch du doch einfach mal in einem anderen Bereich. Wir machen das ja hier hochwissenschaftlich. Yeah. Ich würde auch gleich nochmal nachsetzen. Du musst von der Seite kommen. Ja. Meiner? Ja. Ist zwar auf der gleichen Höhe wie dein Pfeil. Ja. Aber mein Pfeil ist ja viel, viel länger. Das heißt, meiner ist tiefer drin. Ja. Ich habe ihn tiefer reingesteckt. Sorry. Ja, einmal in der Folge muss das kommen. Da ja meiner dicker ist. Und das ist genau. Da meiner ein bisschen dünner ist und spitzer vorne. Okay, komm. Sei das eher so ein bisschen dicker. Ist ja gut jetzt. Reingucken. Einfach mal ins Loch reingucken. So. Oh, sehr interessant. Also meiner ist. Alter! Mein Schuss war perfekt. Jo! Konkret! Das, was wir tatsächlich vermutet haben. Das heißt tatsächlich, so safe ist man mit einer Waschmaschine gar nicht. Fazit! Ist man hinter einer Waschmaschine sicher? Ja, absolut. Pavel! Bronco. Also, Bronco. Pavel und Bronco machen jetzt Mittagspause und verabschieden sich hier aus diesem wunderschönen Format Amos vs. Bogen. Haut mir mal in die Kommentare, was wir falsch gemacht haben, beziehungsweise wo wir was ändern hätten müssen. Und was denkt ihr? Ist, wo hinter ist? Ken, der bärtige Rodriguez, da war? Wo hinter ist Ken sicher? Rein in die Kommentare, ich brauche neue Ideen, Vorschläge. Was sollen wir von euch umsetzen? Was interessiert euch? Und ganz wichtig, wer die nächste Folge nicht verpassen will, aktiviert sofort die Glocke, abonniert meinen Kanal und macht einen Daumen hoch, wenn es ihm gefallen hat. Das gleiche gilt natürlich auch für Fritz seinen Kanal. Schaut mal vorbei, da gibt es auch ein paar Folgen Amos vs. Bogen. Oder anderen geilen Scheiß, der noch kommen wird. Seht ihr. Mit Martin zusammen ist was Großes geplant. Oh. Wir wollen mal eine Mini-Ankündigung machen. Es ist ein gemeinsames Projekt im Frühling geplant. Wer das nicht verpassen will, abonniert sofort beide Kanäle, dann seid ihr up to date. Freunde, damit verabschiede ich mich. Nicht vergessen, wer schwitzt. Soweit man hat euch lieb, möchte mich noch kurz bei Runtime bedanken für das Sponsoring und gebe ab an Fritz die letzten 30 Sekunden. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Amos vs. Bogen. Ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.